Begegnungen in der Trickfilmwerkstatt. In dem Projekt kommen sich Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen einander nah. Beim Filmemachen werden Berührungsängste abgebaut. Ein Beitrag zur Integration. Die Trickfilmwerkstatt im Klassenraum. Kreativ den Dino kneten für den Stop-Motion-Effekt. Dann Bild für Bild zum Film. Mit allem, was ein Medienbetrieb braucht. Regie, Schnitt oder eben die Kamera im iPad. Alles Teamarbeit. Stimmt die Einstellung? Die Schüler der Schule im Taubertal werden hier zu Trickfilmern ausgebildet, die dann ihr Wissen weitergeben an die benachbarten Regelschulen. In diesen Kooperationsklassen können sie zeigen, was sie drauf haben. Hier sind sie die Experten. Das Kreismedienzentrum Tauberbischofsheim schult in dem Projekt, in dem die Schüler das schätzen, was Filmemacher ebenso schätzen, das Storytelling. Man kann halt kreativ sein, man kann halt seine Figuren selber bewegen, seine Geschichten selber machen. Das macht halt Spaß. Also mir macht es Spaß, diese Figuren, mit denen halt was zu machen und dann halt eine Geschichte bilden. Die Piraten auf dem Schiff, die haben eine Prinzessin gefangen von einem anderen Schiff. Jetzt haben sie die eingesperrt, jetzt holt er den Schlüssel und er fegt dann weiter. Und jetzt gleich, wenn er das zuschließt, kommt der Pirat runter, weil der Pirat wollte eigentlich nicht, dass die Prinzessin einfangen. Und dann kommen seine Komplizen und dann kämpfen die miteinander. Was sie ja heute Morgen gespürt haben, ist zunächst mal unheimliche Konzentration. Es ist mucksmäuschenstill im Raum, da werden Figuren bewegt über Millimeter, es braucht unheimliche Geduld. Und was ja die zweite Idee an dem Projekt ist, an der Kooperation, eben diese Kooperation andersrum zu denken. Das heißt also, die Schüler der Schule im Taubertal sind eigentlich die Experten, die dann die anderen Schüler als Experten in ihrer Trickfilmwerkstatt ausbilden. Es ist ihr Medium, es wird ihre Trickfilmwerkstatt sein, sie werden die Experten sein, sie werden Regisseur, Produzent sein und die Schüler, die aus den anderen Schulen kommen, sind die Gäste, die dann die Workshops besuchen dürfen. Und was ich mir dann erhoffe, ist, vor allem bei den Schülern, die dann als Experten arbeiten, eine Stärkung des Selbstbewusstseins, Selbstwertgefühl, ja, darum geht es eigentlich zentral. Und nebenbei, was als Deutschlehrer natürlich auch entscheidend ist, die Kreativität. Das Medium ist nicht Selbstzweck, sondern das Medium ist Mittel, um eine Geschichte zu bilden. Also zum einen, weil es einfach für die Schüler viel, viel cooler, viel, viel schicker, viel, viel moderner ist. Zum zweiten aber auch, hat es einen ganz anderen Motivationscharakter, wenn die Kinder endlich mal, oder die Schüler, endlich mal mit einem modernen Medium umgehen können und nicht mit Bauklötzchen oder mit solchen Sachen arbeiten müssen. Ich habe auch die Schüler in einem ganz neuen Licht wieder kennenlernen dürfen. Auch vorhin, wie man das gesehen hat, mit welchen Ausdrücken sie plötzlich daherkommen. Also da bin ich ganz begeistert, super stolz auf unsere Jungs. Das Trickstudio im Taubertal. Im fertigen Film können sich die Ergebnisse der Kooperation sehen lassen. Thank you.